Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Deadpool. The destruction of the catacombs can now begin. Now we can be together. Forever. Does this mean we're going to Eddie? Baby, you're the deadest. You released the spirits for me. Thank you, my darling. Now, you must leave me. What? No, no, babe. Was it something I said? Oh, it's something you are, Wade. You're alive. Go. Finish your journey. And stop Sinister. But, baby. Our time will come. You believe this? Cock-blocked twice in my own game. Cowboy up, nerd. Time for melon farmers to pay the ferryman. Oh, yeah. It's an America fuck yeah moment right there. What is this strange new world Death has presented us with? Duh, it's Genosha. We're back on the surface. Ah, I love it. It's very French. Focus. We should get to... Oh my god, what's that over there? Hallo. I smell cheap hot sauce. Deadpool, I know you're around here. Hey, oh, it's you. What were you doing over there? Just a little surprise for our player. What? Whatever, we gotta move. We need everybody on this one if we're gonna stop Sinister. That means you too. Yeah, duh. It's my game. Game? This is serious. You quit scratching your ass, bub, and get into the fight! He said ass, bub. Oh, meine Banane. Come on, we gotta get to Sinister before the X-Men do. Don't want them ruining our glorious moment of vengeance. Okay. Komm ich dann wohl nicht lang? Die X-Men über Genosha jagen. Na, ich habe gedacht, wir spielen hier zusammen, ne? Aber nö. Hi, Mädels! Oh nein, jetzt schon wieder hier den blöden... Der blöde Blitztyp. Tschüss! Das könnt ihr auch irgendwie Eisregen machen, ne? Finde ich so nicht so besonders schön. Oh, das war... gut. Verlangsamt einen ganz schön, dieser Eisregen. Ach Leute, ich muss doch hier, ich hab doch hier... Jetzt bin ich gleich tot. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das ging nochmal gut. Mich würde mal interessieren, was hier alles so explodiert. Und immer alles so zum Wackeln bringt. So, wir haben 172.000 Punkte. Vielleicht kaufe ich mir nochmal was. Einfach mal so alle Waffen kaufen, die es so gibt. Oh dear, not these guys again. Oh nein, die mag ich wirklich nicht. Aber die Jungs kann man auch besiegen, es dauert nur ein bisschen. Es werden immer mehr, ey. Erstmal den mit dem Schild hier ausschalten. So, wir werden mal hier so... Da oben wartet noch einer auf mich. Also wenn ich den einen gleich kaputt habe, wechsle ich den dann nochmal.
So. Ich hätte jetzt hier nämlich einfach mal. Na komm, komm, komm. Ja, genau. Komm schon, komm schon, komm schon. Schneller, der Pool. Fast. Schön. So, du kannst jetzt auch unterkommen. Was hältst du davon? Magst du ein bisschen spielen? Hm? Ein Schuss vielleicht, genau zwischen die Augen. Du kannst da oben auch stehen bleiben und dich ganz gemütlich abschießen lassen. Wow, you are one lucky guy. That would have taken most people's head clean off. Auf jeden Fall. Hm, nehmen wir mal den hier. Ah. Ich wollte schon sagen, willst du nicht mal vorbeikommen? Hey, maybe do it slower next time. Genau. Ups. Ah, da hätte ich so schön ausweichen können. So zum Beispiel. Beginnt der gemütliche Teil des Spiels, glaube ich. Too bad we lost our Sentinel boost. We could move through this a lot faster. Das wäre wirklich sehr viel angenehmer. Vielleicht finden wir den ja noch irgendwo. So, hier ein bisschen Button-Mashing und Chips. Wo laufen die hin? Ach, in Sicherheit. What? Von hinten? Yeah, miss him. We're not calling him. Just try to take over the game again anyway. Besides, we don't even have his number. All for one and one for Deadpool. Pures Schnetzel-Szenario hier. Oh nein. Na oh. Hey, try harder. We lost our Sentinel boot. We could move through this a lot faster. Ich habe jetzt gedacht, das wird jetzt irgendwie gerade ganz gut laufen, aber. So, nehmen wir erstmal die hier. Der ist schon wieder tot. Oh. Also, der leichte Teil ist offensichtlich schon wieder vorbei, wie ihr gesehen habt. Ging schnell. So, den haben wir auch. Komm, der war doch genau zwischen die Augen. Genau. Naja, nicht ganz. Ich habe eigentlich hier woanders gezielt. Und da eigentlich auch gut getroffen. So, jetzt kommen jetzt gleich die ganz Großen. Hinten ist vielleicht noch ein bisschen, genau, Munition. Nehmen wir mal mit. Sonst ist hier wieder nichts. Jetzt kommen jetzt gleich dieser... Der große rote Typ, den mache ich mal hier mit den und der Kanone. Schauen wir mal, ob das irgendwas bringt. Vorher könnten wir eigentlich nochmal schauen, ob ich jetzt hier ein bisschen was verbessern kann. Den Schaden, das geht noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen mit spielen. Und bei denen hier vielleicht ein bisschen mehr Blutungsschaden. Neue Combo. YXY. Tja, Leute, gibt nicht so viel zu erzählen.
Yeah, we miss him. We're not calling him. We're just trying to take over the game again anyway. So, schau mal, wie das kein Problem ist. So. Und du, Kollege, hä? Hinten anschleichen hier und da so ein bisschen. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr. So. Kein Problem. Ich hoffe, das Spiel verkauft sich mehr oder weniger gut, weil... Das war nice. Weil ich echt gerne noch einen zweiten Teil spielen würde. Ich vermute es eigentlich nicht so, dass es wirklich gut ankommt, weil wenn man sich so die Reviews anschaut oder so, ist das echt fies gelaufen für Deadpool. Einige gute Reviews gibt's schon, aber nicht viele. Die DLCs zu Amazing Spider-Man, die es zum Beispiel gegeben hat, die waren auch total lahm. Also da waren irgendwie nur irgendwelche Challenges oder sowas und nicht wirklich so ein Story-DLC, den man sich so als Fan vielleicht wirklich gewünscht hätte. You think it'll be the real deal this time when we find him? Better be. That joke's getting pretty old. Even for High Moon. Ooh, that did some damage. So, den haben wir und den Kollegen. You know what's really cool? Das reimt sich sogar. Oh, habe ich da gerade einen blauen gesehen? Ja. Na, so wird das nicht. Vielleicht tot. Nasty. Okay. Oh nein. Oh ja. That was about as good as it gets. Boah, was macht die denn für einen Schaden? Yep, that was a rocket launcher in my pocket. Den nehmen wir mal mit. Ach komm schon. Ich will den mitnehmen. Na gut. Boah, aber die Shotgun macht jetzt richtig schön Schaden mittlerweile, ne? Na komm, zeig dich. Okay, also das dauert mir jetzt zu lange. Wir werden jetzt hier den und dann mal auf den. Also die Killer-Animationen, die es jetzt gibt, die sind sehr viel effektiver. Und sehr viel intensiver. Das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Das war richtig gut jetzt. Oh. Falsche Taste gedrückt. Anstatt LB, RB gedrückt und hab dann erstmal schön meine Granate fallen lassen. Hätte da irgendwas jemanden so schleichmäßig erledigen können, aber nein, warum auch? Kann sie ja alle hier so erledigen. Für euch nehme ich jetzt mal den Hammer.
Schöner Spruch von Hulk. Hulk Smash kennt ihr bestimmt auch aus den Comics. So. Oh, jetzt wird es ein bisschen gefährlich, ist schon wieder. Noch so ein Taco mitnehmen vielleicht? Wo bin ich? Dann machen wir es eben wieder auf die altmodische Tour. So, und dich auch. Oh. Oh. Ein bisschen Sicherheit bringen. Also die Gegner schießen mittlerweile sehr viel schärfer und sehr viel stärker. Ihr seht, also zwischenzeitlich muss man sich hier wirklich stark konzentrieren, damit das irgendwie noch geht. Es ist ja nur nicht so, dass ich das Spiel einfach so easy weasy durchspiele. Da ist der normale Schwierigkeitsgrad schon recht ansprechend gegen Ende. Aber finde ich gut. Dadurch haben wir ein bisschen länger was davon. Wechsel mal die Waffe und die Waffe. Ach komm schon. Ich dachte, ich komme darüber. Ach, ich bin jetzt rübergekommen, ne? Nee. Bin ich nicht. Jetzt aber. So. Also gerade mit den kleinen Dingern, da kommst du echt gut ran an den Gegner. Was? Oh, hier. Schau mal, wer da kommt. Ah. So, Munition wird knapp. Kein Problem. Na komm schon, ich wollte die aufheben. Verdammte Axt. Ja, warum ist das so dunkel? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, weil ich schon wieder gestorben bin. So, kommt der Dicke jetzt auch noch oder eher nicht? Ah ja, kommt er schon. Weil von dem brauche ich die Kanone. So zum Beispiel. Schnell, schnell, schnell. So, und du. Noch haben wir ein bisschen Munition. Noch geht's. Oh, hier die Kollegen. Die sind sehr schwierig eigentlich zu besiegen. Erinnern mich auch ein bisschen an Wolverine Origins. Da waren solche brennenden Typen, die so ähnlich waren. Auch so mit zwei Schwertern und so. Die hatten auch so einige Tricks drauf. So, kommen noch mehr. Ein bisschen Munition habe ich noch. Schauen wir, dass wir noch ein paar Punkte einsammeln vielleicht. Die gelben geben 2000 Punkte pro Stück. Das ist echt nicht schlecht. Aber da hinten komme ich jetzt so nicht wieder hin, ne? Oder hier ganz klassisch? Doch, natürlich. Deadpoolio kriegt das hin. 199.000 Punkte haben wir jetzt. Da muss doch schon wieder irgendwas drin sein. Vielleicht den hier. Dass wir neue Kombos mit dem Schwert machen können.
Oder hier auf jeden Fall die Shotgun. Ja, die haben wir schon. Wir können dann da noch was machen. Schaden haben wir schon auf Maximum. DP-Punkte-Belohnung. Können wir die irgendwie aufbessern? Nein, die Minen will ich auch nicht. Normale Verbesserung hier oben vielleicht. Wurfobjekte brauche ich nicht. Mehr Munition wäre schon nicht schlecht, aber ist auch nicht so dringend nötig. Momentum. 5-mal ausweichen. Dann können wir auf jeden Fall öfters teleportieren. Das ist gar nicht schlecht. Aber liebe Leute, es ist schon wieder soweit. Die Folge ist vorbei. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder weitergeht mit Deadpool. Bis dahin. Servus, euer Marv.